Hallo meine Lieben, wir treffen uns heute in meinem Frühstückslokal und ich habe eigentlich schon im Auto dann ganz diskret ein Video gemacht über emotionalen Missbrauch und das war dann aber zu groß, um es hochzuladen und jetzt wiederhole ich dieses Video und mache noch ein Video über emotionalen Missbrauch. Ich hoffe, dass ihr mich akustisch versteht, das ist auch so ein bisschen ein Experiment und ich muss mich auch kürzer fassen, sonst klappt es ja wieder nicht. Also emotionaler Missbrauch kann sein, dass man in der Kindheit zum Beispiel einer Art Komplizenschaft unterworfen ist. Das heißt, wenn zum Beispiel die Eltern ein zerrüttetes Verhältnis zueinander haben und das Kind ist so die ausgleichende Kraft, die kleine Therapeutin, die dann eben mit banger Erwartung auf der Treppe sitzt, anstatt im Bett zu liegen und zu schlafen und eben lauscht, ob der alkoholisierte Vater wieder gegen die Mutter täglich vorgeht. Das wäre sozusagen emotionaler Missbrauch, wenn so ein Kind dann immer zwischen den Fronten ist und versucht, die Eltern zu beruhigen, zu deeskalieren und dann eben der Kummerkasten oder die kleine Therapeutin der Mutter wird. Das ist emotionaler Missbrauch. Das ist den Eltern oft gar nicht bewusst, den Kindern ist es schon gar nicht bewusst, sondern wird es oft erst Jahre später in einer Psychotherapie klar, dass sie dem emotionalen Missbrauch ausgeliefert und unterworfen waren. Kurz gesagt ist emotionaler Missbrauch immer dann gegeben, wenn Grenzen missachtet werden, bei mangelnder Wertschätzung, wenn jemand zum Objekt gemacht wird. Es kann auch in einer Partnerschaft sein. Klassisch wäre die Partnerschaft zu einem narzisstischen Menschen, zu einem Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Auch das ist natürlich emotionaler Missbrauch. Es werden Grenzen überschritten, es wird die Würde des Menschen nicht gewahrt, sondern der Mensch wird zur Bedürfnisbefriedigung benutzt, manchmal ja gar nicht bewusst. Aber auch wenn es nicht bewusst passiert und wenn sozusagen beide, Person A und Person B, die am emotionalen Missbrauch beteiligt sind, Opfer sind, weil sie eben ja nicht wissen, was da eigentlich geschieht und wie ihnen geschieht, hat immer, wenn ein Kind involviert ist, der erwachsene Mensch die Verantwortung. Wenn der erwachsene Mensch aber eine Persönlichkeitsstörung und eine andere psychische Störung hat, ist das natürlich vielleicht tatmildernd, wenn man jetzt als Sachverständiger an diesen Sachverhalt herangehen würde. Aber im Prinzip liegt niemals die Verantwortung, niemals unter gar keinen Umständen die Verantwortung oder gar Schuld beim Kind. Eine Zuschauerin hat mich auch gefragt, wann eben emotionaler Missbrauch vorliegen würde, wie man das erkennen könnte und hat selbst erzählt, dass sie eben einer Mutter quasi überantwortet, ausgeliefert war, die emotionalen Missbrauch natürlich ohne es zu wissen und nicht vorsätzlich mit ihr betrieb. Und zwar war das eine zwängerische Mutter, eine Mutter, die offensichtlich unter einer Zwangsstörung litt und die dann das Kind determinierte, also bestimmte von ihren Zwängen oder durch ihre Zwänge. Und als die Zuschauerin eben krank wurde oder ich glaube, sie hatte eine Verletzung, lebte sie wieder mit der Mutter zusammen. Und eigentlich ist das als Chance zu sehen. Jetzt als Erwachsene hast du oder haben sie das mit einem anderen Blick erkennen und bewerten können, als das erkennen, was es war. Und früher fehlte dieser kritische Blick, denn früher war noch so eine Art symbiotische Verschmolzenheit mit der Mutter und dadurch kam es auch zu dieser von ihnen selbst ja sogenannten Co-Abhängigkeit, ja, und mangelnde Abgrenzungsmöglichkeit, um es mal so zu formulieren. Man ist ja, wenn man Menschen emotional besetzt hat, positiv besetzt hat oder auch ambivalent besetzt hat, also wenn man jemand liebt oder liebt und hasst gleichermaßen und nicht wirklich, Dankeschön, nicht wirklich, ich habe gerade einen Kaffee bekommen, meine Lieben, nicht wirklich von ihm loskommt, sich nicht wirklich abgrenzen kann. Seht mal, wie schön dieser Kaffee ist. Diesmal ist kein Herzchen drinnen im Milchschaum. Ja, also wenn man sich nicht abgrenzen kann, weil es die Beziehung einfach nicht erlaubt, weil die Beziehung so eng und symbiotisch und toxisch, also giftig aufgeladen eigentlich und zerstörerisch ist, dann ist es eben schwer, seine eigene Identität zu wahren und überhaupt erst zu konstituieren. Wenn man Kind und Jugendlicher ist, ist es ganz schwer, sich von diesem So-Sein, philosophisch gesprochen, des Erwachsenen abzugrenzen und zu sagen, ich mache trotzdem mein Ding, ja? Ihr müsst erst lernen, euer Ding zu machen. Und wenn da ständig Einflussnahmen von außen sind und eben dieser emotionale Missbrauch euch dominiert, dann ist es schwer, seine eigene Identität zu fassen. Es ist aber nicht zu spät. Ihr könnt das später machen, in einer Psychotherapie am besten.
besten, denn da hat man einen roten Faden und eine Anleitung und Begleitung und macht es nicht ohne Rahmen sozusagen. Das ist so, wie dieses Bild einen Rahmen hat. Ohne Rahmen würde das Bild auch da sein, aber im Rahmen kommt es vielleicht besser zur Geltung. Nur so als Beispiel. Also niemand muss eine Psychotherapie machen, aber man kann sie als Rahmen seiner Persönlichkeitsentwicklung nutzen. Das ist so wie ein Blumenbeet. Man lässt ja auch nicht die Samen überall hin, sondern auf die fruchtbare Erde. Und die Psychotherapie war so eine fruchtbare Erde, wo dann euer Pflänzchen der Persönlichkeitsentwicklung vielleicht besser sprießen kann. Ich will jetzt keine Werbung für Psychotherapie machen. Ich will euch nur klar machen, wozu sie dienlich sein kann. Ja, dann emotionaler Missbrauch kann auch sein, wenn ein Kind Partnerersatz wird oder wenn ein Kind eben schnell in die Erwachsenenrolle schlittert, eben Komplizin ist, Mitwisserin der Sorgen und Nöte zum Beispiel der Mutter. Das sind alles toxisch aufgeladene Beziehungen, die inadäquat, unangemessen sind, nicht altersgemäß und der gesunden Persönlichkeitsentwicklung natürlich im Wege stehen. Das heißt aber nicht, dass solche Menschen, die eben emotional missbraucht worden sind und zum Objekt der Bedürfnisbefriedigung zum Beispiel eines Erwachsenen oder auch als Erwachsene eines Partners genutzt worden sind, dass die dann völlig, gestört durchs Leben gehen. Überhaupt nicht. Sondern wenn euch das klar wird, dann ist es Zeit, diese Verwundung, diese innere Wunde heilen zu lassen, sie erstmal zu sehen, sie dann in der Psychotherapie zu desinfizieren und zu behandeln. Ja, Zwangsstörungen sind natürlich ganz was Schlimmes, weil ja derjenige Mensch, der die Zwangshandlungen macht, denkt, dass es so sein müsse und fast das Gefühl hat, die Welt bricht zusammen, wenn er das nicht so tun kann und auch alle anderen mit seinem Zwang sozusagen tyrannisiert, ohne zu wissen, dass das nichts Gutes ist, sondern eben von einem inneren Zwang bestimmt. An der Stelle höre ich jetzt mit dem Video aus. Ich mache gerne noch ein weiteres Video zum emotionalen Missbrauch. Wenn ihr noch speziellere Fragen in die Kommentare stellen müsst, dann macht das bitte gerne. Ich höre jetzt auf, denn A, es ist ein bisschen laut hier und B, habe ich Sorge, dass sonst das Video wieder zu groß ist und ich es nicht hochladen kann. Also dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag und bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.